Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Cecos Backstube. Wir haben heute ja den 4. Advent, da gibt es wieder Plätzchen und ich zeige euch heute, wie ihr diese schönen Apfelplätzchen macht. Wir beginnen gleich mal damit, die Zutaten hier in den Topf zu tun. Ich fange hier mal an mit der Butter, ich habe die hier schon abgewogen. Anschließend kommt etwas Quark, ich habe hier Magerquark. Ihr könnt natürlich auch normalen Quark verwenden, aber ich esse sowieso öfter mal diesen Magerquark. Der enthält viel Eiweiß, ist gesund. Und dann nehme ich den jetzt hier. Gebe hier mal einen Esslöffel hinein. Danach kommt mein halber Esslöffel Öl. Ich nehme jetzt einfach mal noch den hier. Das wird schon so passen. Jetzt kommt mein halber Esslöffel Zucker. Jawohl. Den Quark, der jetzt da noch dran hängt, den tue ich einfach mal kurz mit der Butter abschaben, dann ist das etwas sauberer, das Öl und der Zucker ist auch mit runter. Und dann passt das schon. Ich habe hier jetzt mal ein Ei, wir nehmen hier allerdings nur die Hälfte, also gebe ich hier mal so ein paar Löffel hinein, wo ich meine, dass es dann die Hälfte ist. Von dem Eigelb nehmen wir natürlich auch irgendwas mit. Jawohl, und mit dem Rest werden wir die Plätzchen nachher bestreichen. Das heben wir also auf. Dann kommt noch ein Teelöffel Backpulver, ungefähr so. Etwas Vanillezucker. Habe ich selbst gemacht, also ich lege hier immer die alten Schoten ein. Nehmen wir hier auch mal einen Löffel. Und nun folgt eigentlich nur noch das Mehl. Dieses wiegen wir hier ab. Ich habe hier die Waage. Da gebe ich dann einfach die Schüssel drauf. Stell das Ganze mal auf Null. Nehmt dann das Mehl und gebe es hinein. Jawohl, waren jetzt zwar 10 Gramm zu viel, aber das ist nicht weiter schlimm. Am Ende nehmen wir hier nur noch etwas Zimt. Mal so einen halben Teelöffel, den geben wir ebenfalls hinein, damit der Teig etwas weihnachtlicher schmeckt. Und jetzt können wir es auch schön verkneten. Ich verknete das hier in der Küchenmaschine, das geht immer schön einfach und man muss nichts machen. Einfach den K-Haken rein, also den Haken für Kuchenteige. Einschalten und rühren lassen, dass es ein schöner gleichmäßiger Teig ist. Geschwindigkeit könnt ihr natürlich etwas variieren, ihr könnt das Ganze auch ruhig etwas schneller laufen lassen. Der Teig ist jetzt fertig, ich schalte die Maschine mal aus. Man sieht schon hier, schön gleichmäßig vermengt. Ich würde das jetzt hier mal vom Haken lösen, dann immer so viel dran bleibt. Das ist hier jetzt der Teig, dann kommen wir mal hier zu einem Klumpen noch jetzt formen. Klebt auch etwas. Jawohl. Und der kommt jetzt mal so für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit er danach etwas fester ist, um ihn besser auszurollen. Der Teig war jetzt ungefähr eine Stunde im Kühlschrank. Man sieht, er klebt nicht mehr, er ist schön fest. Wir geben ihn jetzt hier mal auf die Platte und rollen ihn aus. Dazu natürlich etwas Mehl nehmen. Oben drauf auch noch etwas. Das Ganze etwas platt drücken. Und dann mit dem Nudelholz schön ausrollen. Der Teig ist jetzt ausgerollt. Ich nehme jetzt hier mal eine Tasse und steche mir hier so runde Kreise aus. Da kommt dann nachher noch eine Füllung rein und oben drauf nochmal so ein runder Kreis. Die lege ich jetzt schon mal auf eine Backfolie. Das mache ich jetzt mal so mit dem ganzen Teig. Nachdem Deckel und Boden ja gleich sind, muss man nicht darauf achten, dass man gleichmäßig viel aussticht. Nur eine gerade Anzahl wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt hier mal ein paar ausgestochen. Wir werden jetzt dann hier diese Apfelmus, Walnuss, Zimtfüllung geben und dann oben den Deckel drauflegen. Dann bestreichen wir das noch mit Ei und bestreuen es mit etwas Hagelzucker. Aber jetzt machen wir uns erstmal an die Füllung. Wir fangen hier mal mit dem Apfel an. Also ich habe ja hier diesen Apfelschäler, den kennt ihr ja bestimmt schon. Und da werde ich jetzt erstmal den Apfel schälen und auch gleichzeitig entkernen. Dann brauche ich hier natürlich nicht den ganzen, also ich nehme mal eine Hälfte, sage ich mal, und die verarbeite ich jetzt weiter. Ich nehme hier mal den Apfel und schneide ihn einfach klein in so Stückchen. Dadurch, damit er so spiralförmig ist, gibt es dann hier immer so Scheiben und sind das gleich kleine Stückchen, wenn man die schneidet. Jawohl, so lasse ich das jetzt mal. Ich nehme dann hier etwas Apfelmus. Ich habe hier noch ein angefangenes Glas. Ich
mal 4 so Löffel hinein. Dann noch eine Prise Zimt. Dann natürlich hier die Walnüsse. Die schaue ich, dass ich etwas klein breche, damit nicht ganz so große Walnussstückchen drin sind, als ungefähr diese Größe hier. Kann man ja hier immer so schön zerdrücken. Jawohl. Das vermengen wir jetzt mal. Das ergibt dann so eine Masse. Durch das Apfelmus klebt das alles etwas zusammen. So schaut es jetzt aus und so werde ich das auch lassen. Die Konsistenz gefällt mir ganz gut. Damit kann man nun nach und nach die Plätzchen befüllen. Wir würden jetzt mal hier die Plätzchen befüllen. Ich habe hier mal noch einen Pinsel mit Wasser, da würde ich mal immer die Hälften bestreichen, dass das Mehl noch etwas weggeht und dass das nachher auch etwas besser klebt. Dann geben wir hier mal so einen Löffel hinein, nehmen wir den Deckel und drücken das dann so runter. Machen wir mal das nächste auch noch gleich. Hier wieder so einen schönen Löffel von der Füllung, gib den bitte drauf. Schau, dass nichts auf die Ränder kommt, also damit man das da schön runterdrücken kann, um das zu verkleben. Schön leicht andrücken. Und dann das nächste machen. Ich würde uns so nach und nach mal alle machen. Wenn ich dann fertig bin, wenn wir sie noch mit dem Ei bestreichen und dem Hagelzucker bestreichen. Wir bestreichen die jetzt mal noch mit Ei. Ich habe hier noch dieses halbe Ei vom Teig. Vermenge das mal noch kurz. Dann habe ich hier noch den Pinsel. Zwei Sachen tausche ich jetzt einfach mal aus. Pinsel gegen Löffel. Und dann bepinsel ich hier mal das erste Plätzchen. Oder gleich zwei. Dann nehme ich hier etwas Hagelzucker und gebe den darüber. Durch das Ei bekommt das Plätzchen nachher so einen Glanz und der Zucker erhält auch noch. Ihr müsst natürlich hier keinen Hagelzucker nehmen, ihr könnt natürlich auch Zuckerstreusel oder irgendwie gehackte Nüsse oder Mandelsplitter oder sowas nehmen. Das ist hier ganz euch überlassen. Ich finde hier nur immer, diese Hagelzuckerkörner machen sich optisch ganz gut, weil das immer so einen schönen Kontrast gibt. Wenn man Nüsse oder so nimmt, haben wir ungefähr die gleiche Farbe wie der Teig. Jetzt sind die Plätzchen fertig und sie kommen bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen, bis sie schön goldbraun sind. Die Plätzchen sind jetzt fertig. Sie waren jetzt ungefähr 18 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze im Ofen. Gibt es jetzt hier mal drauf zum Auskühlen. Man hat schon gesehen, sie lösen sich echt gut. Also sie sind durchgebacken, der Boden ist auch kross. Der Zucker hält, wie ihr seht. Man muss jetzt eigentlich nur noch auskühlen lassen. Und dann kann man sie wegknabbern. Das war es jetzt auch schon wieder von den Apfelplätzchen. Ihr seht, sie sind echt schön geworden. Sie glänzen schön und auch der Hagelzucker hält gut. Sie schmecken natürlich auch super, ich habe schon eins probiert. Ihr könnt das gerne mal nachmachen, in die Kommentare schreiben, wie es bei euch geworden ist, ob es einfach war, ob es bei euch gut funktioniert hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier jetzt noch zwei weitere Videos anschauen und mich natürlich abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal.